So, hallo Leute, wir haben hier einen neuen Teil. Heute wollen wir bei dem Golf 3 GTI hier, hat der Haubenlifter drin? Natürlich nicht. Ich stelle mal kurz das Häubchen auf, wenn ich das so hinkriege. Ja, kriegen wir. So, heute ist der Plan, ich bin auch schon angefangen, dass wir hier die Maschine mal rausholen, damit er die auch mitnehmen kann, weil er hat da jemanden für, der die dann als Reservemotor haben möchte. Das heißt, hier kommt die Maschine raus, damit auch mal die neue rein kann und wir die restlichen Arbeiten fertig machen können. Ich musste aber vorher noch bei meinem die Kotflügel abbauen, weil ich die auch jemanden vermacht habe, der einen weißen Golf hat. Hier drin liegen die im schönen Zustand noch, weil, wie gesagt, ich ja neue kriege und die breitziehe, habe ich auf beiden Seiten schon neue drauf. Ja, aber das ist ja, das ist das Thema. Heute geht es hier um die Kiste. Dass wir hier mal ein bisschen weiter jetzt kommen, damit das alles vorangeht. Mofa habe ich gestern Abend noch gemacht, habe ich aber auch kein Video zu gemacht. Ich habe gestern Abend noch hier Löcher gebohrt, da hinten, und Gewinde geschnitten für die ganzen Adapterplatten für den Kickstarter. Den werde ich heute in der Zwischenzeit noch eben bei meinem Kumpel strahlen gehen. Sobald er mir schreibt, dass er in der Werkstatt ist, fahre ich da eben rüber und werde den eben strahlen. Aber jetzt, Jungs, werden wir erstmal anfangen, wie gesagt, hier die Maschine rauszunehmen. Ne, wir haben hier auch schon Spritleitungen und sowas alles ab. Wasser ist auch schon alles ab. Und der ganze Gedöns, also das heißt noch Auspuff, Kleinigkeiten. Und dann picken wir die Maschine hier gleich raus. Und dann stellen wir die in eine Ecke. Und dann können wir anfangen, hinten die Spritzwand zu verkleiden, das alles fertig zu machen, Motorlager einsetzen, alles schön sauber machen, dass da langsam der VR6 einziehen kann. Ne, und dass wir das alles noch umbauen. Mit der Kupplung und so weiter und so fort. Ja, das steht heute auf dem Plan. Das machen wir heute. Also, Jungs, ich würde sagen, wie immer, dranne bleiben, ich leg los und dann gucken wir uns das gleich an. So, wir haben so langsam alles, was wir so noch dran haben, abmontiert. Sprich, wir haben die Spritleitung runter, wir haben die Antriebswellen raus, wir haben die Schaltung ab, wir haben den Krümmer ab. Wir haben alles soweit entkabelt und abgeklemmt, was wir abhaben müssen. Ich habe den Kran jetzt schon mal bereitgestellt. Ich habe gedacht, wir ziehen den Motor hier jetzt gleich mal eben zusammen raus. Mal gucken, wie das so klappt. Ja, das ist jetzt eigentlich so der Plan. Jetzt müsste ich ja eigentlich mal hier für euch mal so ein Stuhl hier fertig machen. Und dann gucken wir einfach mal, ob wir den da gemeinsam rauskriegen. Zack, hole ich den noch ein bisschen hoch. Ah, ein bisschen können wir noch, ne? So vielleicht. So ist doch ganz geil. Ja, dann lassen wir dann einfach mal laufen, Jungs. Und ich fange einfach mal an, den Motor da rauszuholen. Ich muss eigentlich meine Stange, meine Pumpstange. Stange noch, Junge. Hier ist wohl wieder spezial abhanden gekommen. Gibt's doch nicht. Naja, wir kriegen das auch so hin. Ach, die Hände rein. Guck. Hab ich gar nicht gesehen. Gucken wir mal, ob wir den da wegkriegen. Gucken, wo mein Tau ist. Hier hinten keine Öse, ne? Gar nichts. Voll traurig. Das muss man einfallen lassen.
sehen wir. So. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ich werde jetzt vorne den Träger lösen. Drauf aufpassen, dass der uns hier gleich einen Abflug macht. Sieht alles gut aus. So. Auspufflansch. Da müssen wir mal eben ein bisschen fernhalten bei der ganzen Sache. Thank you.
Krümmer macht hier Ärger. Jetzt nicht mehr. So, müssen wir mal sehen. Genau das möchte ich eigentlich verhindern. Damit wir hier nicht unnötig Smuts machen, ne? So, und schon ist die Rakete hier raus. So, lasse ich den mal ein bisschen runter. Ja, jetzt können wir mal kicken. Da seht ihr nicht viel, ne? Habe ich euch direkt vor die Nase gestellt. Ja, und hier hat der gerade dran gehangen, an den 6 Schrauben. Ne? Beim Hochheben. Ja, aber würde ich sagen, haben wir das erstmal geschafft hier. Motorchen ist raus. Motorchen hängt hier auch. Ich würde sagen, da haben wir unseren Soll für heute definitiv erfüllt. Ich werde das jetzt alles hier noch ein bisschen aufräumen. Ne, gucken, was wir da noch weitermachen. Die Zündspulen abschrauben und so weiter, dass ich hier noch ein bisschen Platz habe. So anfangen halt, wie es auf Turbotechnik halt umgestrickt wird. Das Aggregat, also die GTI-Maschine, die 2 Liter, 2, was sag ich hier? 60, wollte schon 16V sagen, 2 Liter 16V wollte ich schon sagen. Den ganz normalen 8V GTI hier. Den nimmt er wieder mit. Da hat er jemanden für. Und dann ist gut. Ne? Ja, jetzt haben wir hier noch so einige Sachen vor. Zum Beispiel Kupplung müssen wir umbauen, weil der hat noch Seilzug. Da müssen wir umbauen auf hydraulische. Das habe ich alles aus dem anderen Schlachter mit rausgenommen. Das bedeutet, wir müssen Pedalerie tauschen. Wir müssen da an die Löcher. Da unten ist ein Blindstopfen drin. Da müssen wir alles fertig machen. Da müssen wir überall ran. Ne? Wie gesagt, Zündspule muss weg. Klima fliegt weg. Das flex ich ab. Dann wird das hier alles komplett neu gedämmt und verkleidet, außer der hier in der Mitte, der bleibt, ne, weil das ist ja der Originale. Ich werde das alles so von hier, denke ich mal, aneinander komplett alles verkleiden, bis zur Seite darüber, so weit wie es halt geht. Das war sein Wunsch, das mache ich noch mit. Ja, wir haben ja hier die große Achse drin, wir haben hier die großen Antriebswellen drin, das heißt, da müssen wir nichts dran ändern. Noch ist vorne... So in der Größe, weil es ja ein GTI ist, VR6 Bremsanlage verbaut. Er bekommt aber, die Anlage liegt dort schon von mir, die große 312 mm V6 Bremsanlage bekommt der auch hier. Ja, und dann haben wir eigentlich auch schon eine ganze Menge gemacht, dass der Motor jetzt raus ist. Das ist jetzt eigentlich ganz cool, dann kann ich den jetzt gleich einlagern, kann ihm Bescheid sagen, dass der Motor raus ist. Ja, und dann will ich zusehen, dass der hier vom Hof kommt, damit ich den Platz habe, damit es hier weitergehen kann. Ne? Volle Granate, Renate. Ja, Motorlager muss ich noch rausschrauben, weil wie gesagt, das kommt alles neu.
Das habe ich alles neu hier. Ne? Seht ihr, da ist ein Motorlager. Da ist ein Motorlager. Und hier vorne, das ist auch neu. Und unten gibt es PU. Das muss ich ihm noch schicken. Das muss er mir noch eben besorgen. Ne? Das werde ich ihn nachher eben rüber schicken, damit wir da ein PU-Lager drin haben. Damit dieser Kippmoment von dem Motor nicht mehr so krass ist. Das haben wir bei dem anderen Golf auch nachgerüstet. Ja. Was soll ich euch sonst noch Großes, Krasses jetzt erzählen? Ihr habt das ja gesehen. Ne? Motörchen ist weg. Alles hängt da. Wenn ich dir das, ihr denkt hier, das regnet hier, ne? Das ist ganz normales Wasser. Ne? Genauso wie da in der Pfütze auch. Das ist alles das Gleiche. Weil, ihr seht ja, der Boden ist hier nass. Und überall ist das so ein bisschen uneben. Und da steht halt das Wasser dann drin. Ne? Vor allem, weil das Grundstück nach hierhin abfällt. Ja, hier habe ich Auspuffanlage und soweit auch schon war alles drunter weg. Da ist auch nicht mehr viel los. Auch ziemlich stark angeschlachtet, die Bude. Da wollen wir die Tage noch den Motor rausroppen. Und dann ist gut. Ja, Jungs, ich würde sagen, dann war es das erstmal für heute hier mit dem Golf 3 GTI Projekt. Dass das hier auch weitergeht, ne? Wir machen das Stück für Stück. Wie gesagt, jeder, der neu dazukommt, geht ruhig in die Playliste rein. Ich habe eine Playliste erstellt. Da könnt ihr jeden Teil sehen, von Ankunft bis zum Stand jetzt. Ne? Und da könnt ihr alles so verfolgen, was so weiter ist. Ja, T3 geht auch weg. Der geht an Kartech. Ne? Auch ein YouTuber, der suchte einen. Habe ich im Livestream gesehen. Habe gesagt, ey, hier, ich muss sowieso hier weg. Kannst du meinen kriegen? Haben wir uns geeinigt. Hat er den gekriegt, holt er jetzt ab. Ich glaube, nächstes Wochenende. Nicht dieses. Dieses Wochenende bin ich auf der Gockelparty. Nächstes Wochenende. Dann ist der auch weg. Dann ist der weg. Der geht auch in Schrott dann. So, und dann haben wir nur noch den, den und den. Die drei. Die beiden müssen dann eingetragen werden. Dann sind die auch weg. Dann habe ich nur noch meinen weißen hier stehen, Jungs. Ne? So, so ist der Plan. Also, Jungs. Immer dranbleiben. Liken. Abonnieren. Kostet nichts. Glocke nicht vergessen. Hab euch lieb. Küsschen aufs Nüsschen. Bis dann.